Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist dieses sehr schöne und interessante sommerliche Muster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 7 plus 5 plus 2 Randmaschen und nur 2 Musterreihen besteht. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Ich habe 21 Maschen auf meiner Nadel. 21, weil wir gesagt haben, teilbar durch 7. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 14. Plus 5 Maschen, die ich einmalig aufnehme, damit das Muster aufgeht, 19. Und 2 Randmaschen, 21. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und es geht los mit Reihe 1. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun 2 Maschen rechts stricken. Eine, zwei. Aus den nächsten 3 Maschen stricke ich 3 neue heraus. Dafür steche ich von hinten in alle 3 Maschen und stricke diese 3 Maschen rechts verschränkt zusammen. Ich stricke alle 3 Maschen von hinten rechts verschränkt zusammen und behalte alle Maschen noch auf den Nadeln. Das ist meine erste neue Masche. Ein Umschlag. Dieser zählt als die 2. neue Masche und ich stricke die 3 Maschen der linken Nadel noch einmal rechts verschränkt zusammen. Ich steche wieder in die 3 Maschen von hinten ein und stricke alle 3 zusammen rechts verschränkt. Und jetzt habe ich 3 neue Maschen herausgestrickt. Nun lasse ich die Maschen der linken Nadel fallen. Ein Umschlag und 2 Maschen links zusammenstricken. Das ist der Musterrapport der ersten Reihe. Nochmal. 2 Maschen rechts. Eine. Zwei. Aus den nächsten 3 Maschen 3 neu herausstricken. Dafür die 3 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken und alle Maschen noch auf den Nadeln lassen. Das ist die erste neue Masche. Ein Umschlag ist die 2. neue Masche und die 3 Maschen noch einmal rechts verschränkt zusammenstricken. Das ist die 3. neue Masche. Nun lasse ich die 3 Maschen der linken Nadel fallen. Ein Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Die Reihe endet mit 2 Maschen rechts. Eine, zwei. Und aus den nächsten 3 Maschen 3 neu herausstricken. Und wieder 3 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Die Maschen bleiben noch auf den Nadeln, ein Umschlag und die 3 Maschen noch einmal zusammen rechts verschränkt stricken. Und jetzt die Maschen der linken Nadel fallen lassen. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2, die Randmasche stricke ich rechts. Und nun 2 Maschen links stricken. Eine. Zwei. Aus den nächsten 3 Maschen stricke ich 3 neue heraus und diesmal stricke ich diese 3 Maschen links zusammen. Ich steche in alle 3 Maschen ein und stricke diese zusammen links und behalte alle Maschen noch auf den Nadeln. Das ist meine erste neue Masche. Ein Umschlag, das ist die 2. neue Masche und die 3 Maschen noch einmal zusammen links stricken. Das ist die 3. neue Masche. Jetzt lasse ich die 3 Maschen der linken Nadel fallen. Ein Umschlag und 2 Maschen links zusammenstricken. Hier ist die Masche, hier ist der Umschlag der letzten Reihe. Beides zusammen links stricken. Und das ist der Musterrapport der 2. Reihe. Nochmal. 2 Maschen links stricken. Eine. Zwei. Aus den nächsten 3 Maschen 3 neue herausstricken. Die 3 Maschen zusammen links stricken und alle Maschen noch auf den Nadeln behalten. Hier ist die 1. Masche. Ein Umschlag ist die 2. Masche und die 3 Maschen noch einmal zusammen links stricken. Das ist die 3. neue Masche. Nun lasse ich die Maschen der linken Nadel fallen. Ein Umschlag, 2 Maschen links zusammenstricken. Die Reihe endet mit 2 Maschen links. Eine, zwei. Und jetzt stricke ich aus den nächsten 3 Maschen noch einmal 3 neue Maschen heraus.
Ich stricke die drei Maschen zusammen links. Maschen bleiben noch auf den Nadeln, ein Umschlag und die drei Maschen noch einmal zusammen links stricken. Und jetzt die Maschen der linken Nadel fallen lassen. Meine Randmasche stricke ich rechts. Und das war's. Das sind die zwei Reihen, die wir stets wiederholen. Und nach ein paar Reihen haben wir dann dieses wirklich sehr, sehr schöne Ergebnis. Sehr gut geeignet für Pullis, für Jacken und vor allem auch für Kindersachen. Das war's für heute. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es folgen noch viele weitere schöne Strick- und Häkelmuster. Ich freue mich über ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.